Sie bewerben sich also auf eine Stelle bei uns in den Sessions. Sie nennen Ihre Qualifikation aus. Dann fange ich an. Also ich bin Arne, ich spiele Schlagzeug. Und ich bin auch Arne, ich spiele den Bass. Ja, ich bin Chrissy, ich singe. Ja, ich bin Markus und spiele die Gitarre. Genau. Und ja, zusammen sind wir und Rabbit Dynamite. Wie würdet ihr grob den Stil beschreiben, den ihr macht? 70er-lastig. Mhm. Rock. Psychedelic-Rock. Mhm. Ja. Welche Richtung kann man sich das grob vorstellen? Meinst du jetzt verglichen mit anderen Bands? Oder? Zum Beispiel? Das war ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Es liegt immer irgendwo dazwischen. Gibt ja nicht so wirklich eine Band, wo man sagt, oh, die machen so sehr ähnliche Musik wie wir. Hm. Haben wir bis jedenfalls noch nicht gefunden. Ich finde es immer erstaunlich, wenn Leute uns mit Bands vergleichen, die ich selbst noch nicht kannte. Wie zum Beispiel, also so nicht so gut kannte, zum Beispiel kommen oft der Vergleich mit Free, warum auch immer. Mit Free? Ja, ja. Manche vergleichen das auch mit Black Sabbath. Das fand ich auch komisch. Hm. Led Zeppelin habe ich auch schon oft gehört. Mhm. Na und natürlich noch Jefferson Airplane und Janis Joplin. Ja. Sind Sie nicht so begeistert? Doch, total. Aber ich meine, das sind halt echt große Nummern. Große Nummern, genau. Ja. Traut man sich immer nicht so nee hinterher zu steigen. Gar nicht.
kommt ihr allgemein zur Musik? Irgendwie Stück für Stück? Also vor White Rabbit Dynamite? Also ich habe irgendwann in einem Jugendclub saß ich am Einlass und dachte mir, eigentlich müssten wir auch mal eine Band gründen, dann können wir ja auch mal spielen und sind auch mal die Stars. Und dann ging es halt los mit Punkrock, den ich einfach mir zeigen lassen habe, wie man ein bisschen Schlagzeug spielt, habe mir das alles beibringen lassen von einem Kumpel, den ich damals kannte, und habe mich dann eigentlich selber weitergebildet und mir von allen möglichen Bands, die ich gehört habe, mir das abgeguckt oder abgehört. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Punkrock und habe dann mit einem Kumpel aus der Ausbildung auch angefangen, so richtige Rockmusik zu machen. Sollte eigentlich Metal werden, aber es hat nichts gebracht. Und dann sind wir auch so in den Mix aus Pink Floyd und vielleicht Black Sabbath gerutscht. Und dann kam halt eins zum anderen und dann irgendwann kam White Rabbit Dynamite. Was eher so Cover-Sachen oder schon eigene? Nee, das waren auch eigene Sachen. Wie hießen die Bands? Biotic Hitchhiker. Kennt also die Punkband oder? Nee, das ist auch eine Rockband. Die gibt's auch immer noch. Aber da sind wir auch gerade noch am Tüfteln. Ja. Ja, ich habe irgendwann wollte ich anfangen, Gitarre zu spielen, weil ich irgendwo einen gesehen habe mit einer E-Gitarre und fand das total geil. Dann wollte ich es lernen, habe mit einem Kumpel gelernt und er wollte eine Band gründen. Nur weil er halt Gitarre spielt, gab es dann einen Gitarristen schon. Und bin ich dann irgendwann zum Bass gewechselt und habe mit ihm dann auch eine Band gehabt. Das ging auch schon in die Psychedelic-Richtung so ein bisschen, nur ein bisschen härter und so die Richtung Grunge vielleicht. Ja, und dann war ich noch in mehreren Bands, bis ich dann hier gelandet bin. Vor kurzem erst sogar. Welche Bands waren das noch, an denen du? Die hießen Jam Club, Lucky Bud. Dann war ich kurz bei der Jellyfish Anderson Band. Dann bei Chili Hendrix und jetzt hier. Chili Hendrix? Chili Hendrix, ja. Klingt nach Mischung aus Coverband und... Nee, gar nicht. Das, na doch, schon, ja. Aber nicht keine Jimi Hendrix-Sachen, sondern eher, wie heißt sie? Alicia Keys und wie heißt sie mit den großen schwarzen Haaren? Amy Winehouse. Amy Winehouse, genau. Und Michael Jackson. Da hast du aber Bass gespielt und nicht gesungen. Ich habe Bass gespielt. Eine Sängerin. Ja. Ja, also ich bin eigentlich eher zufällig zu Musik gekommen. Ich habe immer, also ich ist auch immer noch so, dass ich einfach den ganzen Tag immer ganz viel vor mich hinsinge. Und irgendwie meinte meine Freundin, Mensch, das klingt total schön und so. Und dann musste ich ihr immer ein paar Lieder vorsingen, da waren wir noch ganz klein. Und ja, dann klein? Irgendwann, naja, so 14 oder was. Und dann bin ich später auch in denselben Jugendclub gegangen, in dem auch Arne dann war. Und da haben halt alle Musik gemacht. So. Und irgendwie habe ich mich dann auch mit Paco Bitz zusammengetan und auch eine Band gegründet. Und ja, das war, also wir haben auch nur eigene Sachen gemacht, aber die Richtung ist schwer zu beschreiben. Es war, glaube ich, halt so ein Pop-Rock, keine Ahnung. Wir haben das damals Country Grindcore genannt, weil es eigentlich nichts von beim war. Also es war halt so, ja, war eine ganz lustige Zeit auf jeden Fall. Und genau, dann bin ich später halt zu White Rabbit Dynamite gestoßen, die schon existierten. Die haben im Prinzip instrumental angefangen und haben anscheinend auch schon ein paar Sänger ausprobiert, wie ich das gehört habe. Und einen, okay. Nee, zwei. Okay. Ja? Ja. Naja, gut, da stecke ich nicht drin. Auf jeden Fall meinte Arne dann, ob ich es nicht mal probieren möchte. Und ich habe dann gesagt, naja, die Richtung ist ja genau meins so. Und dann hat es irgendwie gepasst. Haben wir einen guten Griff gemacht. Danke. Und bei dir? Ja, ich weiß gar nicht, ich habe aus Langeweile mal irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen. Ja. Du bist ständig mit einer Akustikklampe rumgelatscht. Ja, ich hatte auf irgendeiner Party eine Gitarre gesehen, habe die geschnappt und hatte jemand dabei, der irgendwie
mir so die Grundakkorde aufgemalt hat. Die Gitarre hatte auch nur 4 Saiten, das war ein Strich. Und da war ich dann bei dem zu Hause und hab halt Gitarre gespielt und fing das eigentlich an. Hab aber nur für mich gespielt, also 3-4 Jahre lang eigentlich nur für mich und alleine auch gespielt. Bis eines blöden Tages irgendwann meinte, lass mal was machen. Und dann kamen noch 2 andere dazu. Die hatten auch gerade angefangen zu spielen, Schlagzeug und Bass. Und dann hatten wir eine Zeit lang eine Instrumental-Rockband. Hast du eine Richtung Instrumental-Rock? Ja, sowas wie Dream Theater oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist schon ein bisschen in die Richtung wie jetzt. Aber ja, vielleicht noch ein bisschen abgedrehter war das noch. Progressiv. Ja, sehr, ja, sehr progressiv eigentlich. Also ohne Stimme, eher weniger, auf die man sich einstellen muss. Und das ging dann, also ich habe erst nur für mich alleine gespielt und dann tja, haben wir halt zusammen gespielt. Ein paar Jahre. Ja. Wie hieß die Band? Electric Sky Church. Gibt's die noch? Wahrscheinlich nee, nicht. Nee. Gab's da Alben, die ihr ein paar Jahre gemacht habt? Nee. Es gibt einen guten Tonmitschnitt. Da haben wir zusammengespielt, oder? Aber ne. Mit der anderen Band, bei dem Konzert. Da gibt es einen guten Mitschnitt von der. Ja. Wir haben dann auch in dem Jugendclub, der gesagt. Wir haben dann irgendwelche Filme vertont. Mit der Musik. So, ja, Stummfilme, oder? Nee, wie hieß der? Cornus Quatzi, das war mal so ein Projekt von uns. Da haben wir dann 1,5 Stunden lang einen Film vertont mit der Musik, die wir gemacht haben. Auf dem Beamer, ja, gepackt hinter denen und dann haben sie dazu gespielt. Das lief irgendwann mit der Band nicht mehr und dann haben wir uns irgendwie getroffen und dann wollen wir nicht mal genau Musik machen, weil mir fiel auch sein Gitarrenspiel sehr gut. Mhm. Und dachte ich, Markus, lass mal was machen. Hatten wir zu der Zeit beide, waren nicht ausgelastet und dann ging das los. Ja. Ja, dann habt ihr euch ja gegründet. Wann war das denn etwa so? Ende 2008, glaube ich, war das. Könnte ungefähr hinkommen, ja. Das erste Konzert war, glaube ich, 2009 am Anfang, irgendwie im März, glaube ich, oder so. Da habt ihr dann ganz schön intensiv dran. Da habt ihr, war das in dem Jahr, als ihr eure Debütplatte gemacht habt, oder das Jahr danach? 2010. November 2010. Also die Aufnahmen dazu sind im März 2010 gemacht worden. Ja. Ja, und da habt ihr euch ja, also ihr habt euch ja als Band gefunden in dem Jugendclub. Scheint ein riesengroßes kulturelles Zentrum quasi gewesen zu sein. Oder waren es einfach nur Leute, die irgendwie Kunst machen wollten und ein paar haben sich rauskristallisiert? Also wir kommen ja alle aus Köpenick, also außer unser Bass-Arne, der nicht, aber also Markus und Schlagzeug-Arne und ich, wir kommen halt aus Köpenick und da gibt es halt einfach nicht viel, ne? Und da gibt es halt das Kaffee, heißt das, und da ist halt musiktechnisch immer viel los gewesen, ist auch immer noch viel los und ist eigentlich in der alternativen Szene so das gewesen, wo man halt hingeht als Köpenicker. Mhm. Man hat auch nicht großartig eine Auswahl gehabt eigentlich. Mhm. Nee, aber es war auch cool, also dafür genau das Richtige eigentlich. Ja, genau. Und da hat man sich halt getroffen und Leute kennengelernt, zusammengespielt, Bier getrunken, mhm. Wie es halt so ist. Dann habt ihr erst ihr beiden euch gefunden. Wie war das? Also irgendwie so beim Bier trinken dann irgendwie, ey, lass uns mal was machen? Na, ich denke, beide Bands jeweils von uns, die da kannten sich Leute untereinander schon. Mhm. Ist das Schliefen von Schleifen, die Vergangenheit? Schleiften so ein wenig. Mhm. Und dann waren wir, glaube ich, beide auf der Suche nach Alternativen, nach was Neuem. Ich glaube, die liefen und die anderen Bands liefen schon 3-4 Jahre oder so und dann was Neues auch probieren. Das klappt alles ganz gut. Und ich brauchte noch einen Mitbewohner und hatte geraten, brauchte jemanden, der ein halbes Jahr einzieht. Und dann war das auch Markus und kam so eins zum anderen. Und dann ich wollte aus der Ofenheizung raus im Winter. Aber hatte eine Heizung. Thank you.
Auf jeden Fall halt mit Band zu gründen. Hattet ihr da schon euren ersten Wasser mit bei, oder?
kam der erst noch dazu? Nee, den hatten wir eingeplant schon. Der war, glaube ich, im Ausland. Der war in Mexiko, ja. Und wir wussten, der kommt wieder und der spielt Bass. Der hat vorher auch bei einer Punkband gespielt, bei den Grottenäumels. Also wer aus Köpenick kommt, der kennt die auf jeden Fall. ja, wie gesagt, der war dann in Mexiko und dann wussten wir, okay, der kommt dann wieder zurück, zieht dann bei mir ein. Deswegen brauchte ich da diesen Füller. Ich bin weitergezogen zum nächsten Schlagzeuger. Und zum alten Schlagzeuger, der anderen Band. Ja, und dann kam der wieder und dann hat er sich da am Bass probiert und dann ging es damit los. Wusste eigentlich schon vorher, dass er für Bass vorgesehen ist? Oder dann kam er zurück, ach übrigens, du bist unser neuer Basser? Er wusste es nicht. Wir hatten das so geplant, das passte halt, da hatte auch nichts. Hat auch die Band aufgegeben, als er aus dem Ausland gegangen ist. Ja. Da habt ihr angefangen, die ersten Songs zu schreiben. War es schon von Anfang an so eher in die Richtung Psychedelic Rock, oder? Wir haben es probiert. Also es dauert ja auch mal eine ganze Weile, ehe man so als Band zusammen eine Richtung findet und einfach einen Stil entwickelt. Dass man dann auch im Nachhinein sagt, jetzt ist es gut. Also habt ihr schon Verschiedenes ausprobiert? Ja. Zum Beispiel? Was war das Absurdeste gemessen jetzt an dem, was ihr macht? Na, es war schon so die ich sag mal, Psychedelic-Rock-Richtung, aber es war einfach nicht so ausgefeilt. Es war eher so, gefriemelt und dann hat man da 5 Ideen und dann packt man das einfach in einen Song zusammen und dann macht man das vielleicht 1, 2, 3 Jahre und stellt dann irgendwann fest, oh, das ist viel zu viel und man muss mehr schauen, dass man irgendwie ein bisschen mehr Struktur drin hat. So auf den Song an sich zurückkommt. Ja. Ihr wart auch schon recht progressiv eigentlich am Anfang, ne? Ja. Taktwechsel und Geschwindigkeitswechsel ohne und Ende. Wechsel. Das klingt so ein bisschen so, wie jemand hat im Radio mal erklärt, so wie die in den 70ern so Progressive Rock gemacht haben, eher so, haben sich irgendwie zugedröhnt, dann irgendwie so mehrere Tage im Studio einfach nur gejammt und dann so hinter die Tapes durchgehört und dann die besten Stellen dann einfach zusammengeschnitten und ja, das ist jetzt unsere neue Platte. So ungefähr. Bloß, dass wir, glaube ich, nicht, haben wir mitgeschnitten? Haben wir zugedröhnt? Ich glaube nicht. Nicht so richtig. Also ich nicht. Du kannst dich nur nicht daran erinnern. Ja. Und du eigentlich bei den Proben? Nee, ging schon. Ja, und dann hat er ja Chrissy dann aufgegabelt. Habt ihr vorher noch andere Sänger ausprobiert, hat er gesagt. Ja, irgendwie übers Internet haben wir mal einen gefunden. Der kam dann da mit seinem Mikrofon in der Hand zur Probe und hat das Ganze an sich gerissen und wir machen jetzt und sehr dominant. Sehr dominant. Und dann hat er da sehr powerig zu gesungen und laut und der stand halt total im Mittelpunkt und dann haben wir gesagt, okay, wir melden uns und dann haben wir uns nicht mehr gemeldet. Und dann haben wir noch jemand anders ausprobiert. Ein Kumpel von einem Kumpel, von der Freundin des Kumpels oder so. Und der hat dann auch ein bisschen probiert zu singen und hat auch ganz gut gesungen, glaube ich, aber es war einfach nicht das Richtige. Im Vordergrund stand, dass das persönlich funktioniert, also auf persönlicher Ebene. Einfach nur einen Sänger oder eine Sängerin haben, die dann einfach zur Probe kommt und ich singe jetzt, okay, dann gehe ich wieder. Das reicht uns nicht. Also muss schon jemand sein, mit dem man auch hinterher dann noch ein Bierchen trinken kann. Die Chemie muss einfach stimmen. Es muss funktionieren. Dann habt ihr, also wir hatten ja mal ein Vorabgespräch gemacht und da hattet ihr irgendwie erwähnt, dass ihr dann zufällig dann quasi aus der Nachbarschaft dann rekrutiert habt. Ja. Wie war das konkreter? Also ihr habt irgendwo kaum einen Klingelsturm. Wir waren immer noch auf der Suche nach Sänger oder Sängerin und dann... Wir haben gequatscht, glaube ich. Ich glaube, wir haben abends irgendwie ein Bier zusammen getrunken und so und... Dann habe ich wahrscheinlich einfach gefragt, willst du mal probieren, komm mal mit und sind also mitgekommen, dann haben wir probiert und hat eigentlich funktioniert. Ging das sehr verhalten los und dann löst sich der Knoten irgendwann. Ich habe mich erst gar nicht getraut.
Ich war so mega aufgeregt beim ersten Mal. Und dann, naja, ging es halt irgendwann dann doch los. Schon mit konkreten Songs oder hattet ihr da noch eher experimentiert? Na, wir hatten schon Songs. Ihr hattet schon Songs, aber das war halt auch echt schwer, darauf zu singen, weil... kein Platz gelassen wurde. Es war kein Platz, ja. Also ich sag mal, die Gitarrenarbeit vor allen Dingen, die war so... frickelig und viel. Ja. Das kann ich halt nur für andere Bands umdrehen, da war halt noch Platz dafür. Ja, ja, ich meine, es war ja auch erst instrumental gedacht. Und klar. Und das war halt ein bisschen schwierig. Ich denke halt auch, dass man jetzt bei den neuen Songs merkt, dass es... anders entstanden ist einfach. So, ich habe halt damals einfach auf das raufgesungen, was schon existiert hat. Und dann, ja. Hast du dann noch die Texte geschrieben und den Gesang? Ja. Was inspiriert dich da, um eine ganz blöde Interviewfrage zu stellen? was die Texte angeht, ja, eigentlich Leute, das Leben, die Liebe vor allen Dingen, das sind immer so persönliche Sachen, wo man halt gerade drinsteckt und was er ihn gerade bewegt halt. So. Ja. Wie gehst du da grob so ran? Also lässt du dich da irgendwie... Also durch die Musik? Ich mache das... Es gibt ja viele Leute, die schreiben zuerst einen Text und dann kommt die Musik irgendwie dazu. Mhm. Aber mir ist genau umgekehrt. Ich habe das eigentlich ganz gerne, wenn wir in den Proberaum gehen und Markus ist es meistens, der irgendwie mit einer Idee ankommt und spielt es dann vor und dann machen wir da einen Song draus und ich improvisiere dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Und dann ist es halt so, dass man zu der Musik einfach so Bilder im Kopf hat oder ein Gefühl und dann kann man daraus halt einen Text entwickeln. Sozusagen.
I'm just told of that we're what we thought. Just another kind of love. But be sure that hear my heart and his love, hey. If you need some kind of home, climb the mountain if there ain't no chance to go. Come around and just pass by. Aufgenommen. Mhm. Wie war das? Also wo habt ihr die aufgenommen? Bei wem? In Johannesthal. Ja. Bei Peter Wieland. Ja. Das ist auch so ein Jugendclub in Johannesthal. Mhm. Das nennt sich wie heißt das? Audio. Audio? Audio, das Audio gehört zum Juju, ja. Und er hat da halt so ein, auch so ein kleines Studio drin. Und du kennst den. Und irgendwie sind wir auch über fünf Ecken da rangekommen und hinfahren, aufbauen, einen Tag als Einspielen fertig nach Hause. Hat man gedacht. Naja, aber im Prinzip war es schon so. Wir sind, glaube ich, am Freitag hingefahren, haben aufgebaut, haben alles eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir am Freitag noch was eingespielt haben. Nee. Ich glaube nicht. Haben wir wirklich bloß sozusagen den Check gemacht. Sind dann nee, wir haben dann da geschlafen, genau. Wir haben im Studio geschlafen und dann ging es am Samstag morgens los und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag eingespielt. Und Sonntag auch noch ein, zwei, drei Lieder, glaube ich. Aber wir wollten nach Hause fahren, in dem Abend noch. Ja, okay, der einen Tag. Schon relativ fix. Also, ihr habt ja nicht gerade kurze Songs. Also, wir haben die Songs eingespielt und dann sind wir danach. Das hat, glaube ich, auch einige Monate gedauert, immer wieder hingefahren und dann zum Einsingen nachträglich und abmischen dann. Mhm. Und Gitarre hast du auch nochmal, oder? Nee? War da nicht? Alles an dem Tag. Ja, so ein paar Sachen. Mhm. Ja, aber alles an dem Tag. Solo noch drauf gepackt. Sollte halt der Live-Effekt ein bisschen erhalten bleiben, also sollte nicht. Einzel-Einspiel haben wir mal ein paar Mal probiert, auch im Nachhinein nochmal. Das geht nicht. Nee. Also bei diesen Dynamikwechseln in den Songs. Kann man mit einem Klick zwar programmieren, aber braucht wahrscheinlich mehr Zeit dafür als alles andere. Deswegen ist der Klick in meiner Ecke landet und dann haben wir den lassen und haben einfach zusammen eingespielt, weil das ja auch live irgendwie funktionieren muss. Und habt ihr dann noch später nochmal Aufnahmen gemacht, oder? Bei uns im Proberaum haben wir probiert, selber das mitzuschneiden und zu mischen, zu mixen. Da hat jemand Hunger, glaube ich. Ja. Das haben wir, glaube ich, ein, zweimal probiert so, aber deswegen wissen wir jetzt, wenn aufnehmen, dann zusammen. Ich muss mir ganz dringend auf Klo. Kannst du mal kurz auf Klo gehen? Ja. Soll ich dir ein Mikro mitgeben? mit der ersten Band hatten wir eine Aufnahme gewonnen
und haben dann auch alles an einem Tag eingespielt. Mhm. Komplett einen Tag eingespielt, zweiten Tag Korrekturen und Mastering und so. Ja. Und krass. Dann fertig. Das war krass. Wie viele Songs hattet ihr? 11. Mhm. Aber war alle so, 2-3 Minuten, vielleicht 4. Okay. Ja, ich glaube ein Stück, was 5 oder 6 Minuten lang war, hatten wir auch. Die anderen waren länger. Und das mit dem Klick, da hatte ich mit der anderen Band, haben wir auch immer selber aufgenommen mit einem Kumpel zusammen, aber im eigenen Proberaum. Und haben das eine Lied mit Klick aufgenommen. Und ich bin später gekommen an dem Tag, hab mir das angehört und dachte, der Refrain ist viel zu langsam. Nee, ist richtig. Ist doch mit Klick eingespielt, ist doch richtig. Und die haben mir nicht geglaubt, dass der Refrain immer schneller war als die Strophen. Das war dann. Das ist auch schwierig, wenn man einen Song ohne Klick schon immer so spielt. Ja. Und dann merkt man erstmal, wie er eigentlich gerade wäre. Mhm. Klingt nicht. Also die anderen meinten, das wär so gut, aber ich fand es irgendwie komisch. Ja. Was sagst du dazu? Wozu da eigentlich? Hast du nicht aufgepasst? Nee. Oben aufgepasst. Welche Frage wollte ich nicht abgeschaltet haben? Eine Stillinie bedient ist ja nicht unbedingt jetzt so der gewöhnlichste Stil, den man heutzutage eigentlich so macht. Ich mache mal ja so Hip-Hop, Elektro, Indie, R&B. Das können wir nicht. Wollen wir auch nicht. Was? Das können wir nicht, das kennen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Ich sage immer so schön, wir müssen die Fahne hochhalten. Die Fahne des guten alten Rockmusik. Weil wenn es keiner weiter verfolgt und neue Sachen macht und darauf steht und es einfach zelebriert, dann weiß ich, dann gibt es das irgendwann nicht mehr. Die Alten sterben alle weg. Und wenn nichts nachkommt, dann. Boah. Habt ihr schon geschafft, Leute quasi zu missionieren? Also die vorher eher so modern angelegt waren und dann so hinterher dachten. Krass, jetzt will ich den ganzen alten Scheiß auch noch hören. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann sind es eher Leute, die sowieso diese Musik schon hören und deswegen auch auf Konzerte kommen und sagen, toll, klingt ja wie früher. Ja, es gab schon welche, die gesagt haben, weil sie eher zufällig irgendwie da waren oder wegen einer anderen Band, die auch an dem Abend gespielt hat und zum Beispiel ganz andere Mucke macht, dass die gesagt haben, ja, dass er den total gut gefallen hat und so. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen demnächst irgendwie in Plattenladen gehen und sich die, weiß ich nicht. Dazu gehört dann, glaube ich, auch schon einfach mehr. Also man geht da nicht einfach auf irgendein Konzert und ist dann auf einmal eingefleischter Fan von so einer Musikrichtung und ändert seinen Lebensstil oder so. Oder schon vorinfiziert sein. Ja, ich glaube, die meisten Leute, die sich diese Musik anhören, sind selbst Musiker. Mhm, oft, ja. Ja. Die verstehen es aber nicht eher. Also die beziehungsweise eher nachvollziehen. Totale Musikfreaks. Ja, da haben wir es. Die halt Platten sammeln, schon immer. Mhm. Wir sind ja auch alle noch jung und hören diese Musik und machen sie selber. Mhm. Sind ja auch irgendwie dazu gekommen. Nur gehört, für gut befunden und weiterentwickelt. Ja. Und zusammengepackt. Aber bei mir hat es erst damit angefangen, als ich selbst Musik gemacht habe. Mhm. Was hast du vorher eher so gehört? Das Kontrastprogramm? Lass mich raten, Eminem, Lady Gaga? Nee, Lady Gaga wahrscheinlich die nicht. Die gab es auch noch nicht. das, was ich kurz bevor ich angefangen habe, Musik zu hören, war Nirvana. Und davor mag ich nicht sagen. Traust du nicht. Ja, das war dann auch dann U15. Da darf man das. Ich bin eigentlich auch erst ziemlich spät so auch auf Musik gekommen, die ich jetzt höre. Ich zum Beispiel Pink Floyd konnte ich früher nie was mit anfangen und dann vor grob 3 Jahren oder so, habe ich mir das angehört und dachte, boah, das ist ja total geil. Mhm. Aber es war schön, weil da hatte man wieder viel, viel zu tun. Auf welcher Platte hast du dein Erweckungserlebnis? Animals. Die habe ich noch gar nicht gehört. Musst du unbedingt machen. Also ich hatte mein Pink Floyd Erweckungserlebnis mit der
mit Wish You Were Here, mit Shine On Your Crazy Diamond. Das ist auch toll. Wo ich zuerst so dachte, so 15-Minuten-Song noch dazu, gibt es einen zweiten Teil, der auch noch mal 15 Minuten geht. Und der eigentlich nur deswegen in zwei Teilen geteilt ist, weil er nicht auf eine Plattenseite gepasst hat. Das ist schon echt abgefahren. Welche Geschichten hast du? Och, ja, ich sag mal, viele oder einige Kumpels, bei denen ich halt dann auch irgendwie rumgehangen habe, als es so losging, dass halt, ja, dass einige halt nicht mehr zu Hause bei ihren Eltern gewohnt haben, sondern ihre eigene Wohnung hatten und so. Und dann ist man natürlich da hingegangen und da gab es halt die Punkrock-Fraktion und dann gab es halt die Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd-Fraktion so. Und da habe ich halt immer eine Menge mitgekriegt. Hat mich aber damals irgendwie gar nicht so sehr angezeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch ein Erlebnis, da saß ich rum, auch wieder in diesem Club, der schon so oft beschrieben wurde. Und da kam ein Kumpel an und hatte Jefferson Airplane dabei. Und schmiss das an der Bar irgendwie rein und ich dachte, ah, was zur Hölle ist das denn? Geil! Und da habe ich dann angefangen, die Musik zu hören. Zu sammeln, richtige Musik zu hören. Nee, und und halt auch immer mehr mir anzuhören und zu sammeln und alles kennenzulernen und so. Und, ja, das war so mein Aha-Erlebnis eigentlich. Weißt du noch, welche Jefferson Airplane-Platte es war? Ich glaube, es war irgendwas live, kann sein, dass es live in Woodstock war. Und Bless Its Pointed Little Head auf jeden Fall hat er auch gehabt. Er hatte mehrere, also als MP3 hat er die gehabt, aber MP3. Ja. Plattenspieler haben wir nicht an der Bar. Total gegen, wo wir unseren Kindern sagen, ja, damals habe ich noch MP3 gehört. Ja. Die MP3. Wahrscheinlich, kriegt man gar nicht auf dem Plattenspieler abgespielt. Ja. Ich habe ein ganz schräges Erweckungserlebnis, was die Musik angeht. Und zwar ist es wirklich eine ganz schräge Geschichte. Wir hatten damals, wo ich gewohnt habe in Berlin, ein Hertie. Und der hat er neu aufgemacht. Nach der Wende, Anfang 90er Jahre. Ich bin da reinspaziert und da stand dann oben in der Ecke so eine so eine Lichtbox. Da war ein Typ in einer Theke und da war so ein Lichtspiel, 3x3 Felder oder so. Und dann konnte man, hat der Lichtfelder beleuchtet und man musste vom Buzzer drücken. Und dann ist halt das Licht stehen geblieben und dann hatte man was gewonnen. Da fragt man eine Bonbonfirma oder so, ist doch real. Zumindest hatte ich natürlich raufgehauen und dann kam die Diagonale und das hieß Hauptgewinn. Entweder ein Regenschirm oder eine CD. Dann habe ich mir eine CD. Die CD habe ich genommen, meine erste CD in meinem Leben. Und die hieß Flower Power oder irgendwie sowas. Und da waren Stücken drauf von Bob Dylan und die ganzen und Hendrix auch. Und die habe ich halt als meine einzige CD, muss mir danach einen CD-Player kaufen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe die CD rauf und runter gehört. Ja, das waren so, und dann kamen Sachen aus Bob Dylan vor allen Dingen und die Hendrix-Sachen. Das war ein Stück. Ich glaube, es war Hey Joe. Also war es ja so dieses Ding so, ich habe eine CD, ich muss sie jetzt hören. Nee, das war dann auch die und Musik. Und dann so, dadurch dann die Musik, oder? Nee, es war auch die Musik. Und der Freund von meiner Mutter damals, der hatte dann so ein altes Bandgerät aus seiner Jugendzeit, das ging ja nicht mehr richtig, also so Tapes von Led Zeppelin da drauf. Da musste man noch, weil der Motor kaputt war, selbst drehen. Dann saß ich da stundenlang von diesen ganzen Tapes, viel durchgehört und der Kopfhörer, musste man die Geschwindigkeit selbst drehen, ein bisschen nachhelfen. Wie präzise warst du? Das ist ganz schön gehalten, ja. War nicht doll. Das sind so die Geschichten. Oder eine andere Geschichte, wenn ihr noch hören wollt. Wir saßen irgendwie im Urlaub in Tschechien, da war ich mit meinem Vater. Und da kam auch zum Radiosender Nobody's Fault But Mine von Led Zeppelin. Mm. Und die ganzen älteren Herren, also mein Vater und Freunde, ey, komm mal her, hör mal, das ist Led Zeppelin. Und im Nachgang hat dann ein Freund von meinem Vater die CD gekauft, Led Zeppelin 2 ist das gewesen. Und ich hab mir einfach die das überspielt und bin dann ein Jahr lang mit meinem großen, dicken Walkman, Marke Wandschrank, mit 11 oder 12 Jahren durch die Schule gerannt mit dieser Musik im Ohr. Hat keinen interessiert. Das haben wir mal vorgespielt, hör mal geil, und die anderen, ach, komm mal ab, die Scheiße. Wann war das? So Techno-Hochwelle, so Heavy-Hardcore-Kram? Ich war 11, 12, glaube ich, im Dreh. Das war also,
92, 93. Okay, also so Tour Unlimited und Dr. Ja, genau, Dr. Das war massiv parallel. Ja, die ersten Fanta 4 Sachen kamen da draußen, sowas. So ein bisschen später vielleicht. Ja, ich bin damit immer angeregt damit bei den Schulfreunden, die das vorspielen wollten und gesagt haben, ach. War halt nicht modern. Nee, überhaupt nicht. Ich fand's gut. Da habe ich noch keine Musik gemacht, habe ich nie gehört. Das kam jetzt viel später. Oh, yeah.
habt ihr irgendwann ja euch euren neuen Basser gecastet. Nee, der war auch schon vorher klar. Der wusste bloß nicht davon. Ah. Warst du etwa auch irgendwo im Außenland und dann kamst du zurück hier, nee, spiel mal Bass? Also ich war einmal mit einer anderen Band in diesem Café. Und dann hatte Markus mich irgendwann mal angeschrieben, wir brauchen einen Basser. Hast du nicht Lust? Und ich dachte mir, weil meine andere Band sich kurz vorher aufgelöst hatte, irgendwie nur so 3 Tage vorher, dachte ich mir, ja, ist doch geil. Bin ich dann zu den Proben gekommen und dachte mir, ja, Musik finde ich gut, passt so auch ungefähr zu dem, was ich vorher gemacht habe, nur dann nicht nur davon beeinflusst, sondern tatsächlich so diese Psychedelic-Sachen. Ja, fand ich dann gut. So ein Riesenglück. Ein Riesenglück. Also ja. Ich hatte ihn mal bei dem einen Konzert einmal gesehen. Das ist schon bestimmt 3 Jahre. 2009. 2009 ist das gewesen. Hatte ihn so in Erinnerung und dachte so, könnte ja passen. Und dann habe ich über andere Ecken Kontakt aufnehmen müssen zu ihm, weil ich hatte ja keine Nummer und nichts. Ja, und dann klappte das. Dann kam er vorbei, hat Bass gespielt und da ist es. Chemie hat gestimmt. Bier hat er mitgetrunken. Und mir dann auch gleich erzählt, das war jetzt im Juli. Gleich erzählt, ja, Anfang Oktober haben wir eine Tour vor. Da müssen wir noch ein kleines bisschen üben. Aber es hat ja einfach funktioniert. Ja. Wenn man zur Probe kam, habe ich ihn gefragt, und hast du geübt? Und dann, nee, aber ich habe die Stücke 2-mal gehört. Diese Stimmen, verfickelten Stücke, stimmt unter und es klappte trotzdem. Das war erstaunlich. Ja, was habe ich noch für Fragen? Genau, ihr habt ja gerade eine Tour gespielt. War das langweilig oder war das sehr abstrus? Also langweilig auf gar keinen Fall. Ich fand es total beeindruckend, alleine die ganzen verschiedenen Städte kennenzulernen, die Leute, die da wohnen. Wo habt ihr gespielt? Die Leute waren in so einem kleinen Kaff in Brandenburg. Pass auf, was du sagst. Das war sehr klein. Ja, im kleinen Kaff. Anderthalb Straßen hat dieser Ort. Dann waren wir in Halle, dann in Düsseldorf, in Köln. Dann sind wir wieder aus dem Westen zurück. Leipzig, Waltershausen und Jena. Berlin und am Anfang. Ja, Berlin ganz am Anfang. Da haben wir noch zu Hause gepennt, deswegen habe ich es jetzt nicht mitgerechnet. Aber ich fand es halt sehr spannend, auch die Leute, bei denen wir gewohnt haben und wie das alles war. Und alles, das war schon krass. Am Ende der Tour dachte ich mir, okay, ich bleibe jetzt erstmal eine Woche einfach nur zu Hause und erlebe nichts. Um mal wieder so Gegenprogramm zu haben. Ja. Wie würdet ihr sagen, waren die Publikumsreaktionen im Vergleich zu jeweiligen Städten? Also Berlin ist ja meistens eher so ein bisschen so gesättigt von dem, was musikalisch... Ja, es war auch sehr spät, als wir in Berlin gespielt haben. So, naja, das hielt sich in Grenzen, ne, von der Besucherzahl her. Ja. Auf jeden Fall. Richtig gut waren für uns Leipzig und Jena. Das hat einen Riesenspaß gemacht und die Resonanz war echt überwältigend. So, ich glaube, da hat keiner mit... gerechnet von uns. Das war echt sehr cool. Ja, eigentlich Halle waren die Reso, also die da waren und das Konzert gesehen haben, die fanden es eigentlich gut. Ja. Auch wenn es manchmal nicht so viele waren, aber stimmt, Halle war auch gut besucht. Ja, erfahrungsgemäß ist irgendwie so ein bisschen leichter im Osten, habe ich das Gefühl, als im Westen von Deutschland. So die Leute zu begeistern. Und wir waren auch echt überrascht, dass so viele junge Leute da waren, weil normalerweise ist das Publikum eher ein bisschen älteres Semester. So 40, 50, 60. Aufwärts, ja. Und zwischen 40 und 50 kommt nichts, aber dann ab 50. Ja. Und 60 aufwärts. So. Die Freaks. Ja, so die restlichen langen Haare dann durch die Gegend schütteln. Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik. In diesem Podcast gibt es nämlich eine Rubrik, die nennt sich Magic Cat. Und mit diesem Magic Cat, vorhin hatten wir schon quasi eine dumme Interviewfrage, hier sind es ganz viele davon. Die sind leider in Englisch, irgendjemand hat die deutschen Fragen weggeschmissen, weil er dachte, war wohl Müll oder so. Das heißt so,
Jeder von euch zieht sich jetzt also zwei englische Fragen und muss dann auf Deutsch beantworten. Nur zwei. Nur zwei. Oh. Nur zwei? Warte mal, also das ist jetzt. Ja. Ich habe gleich eine gute Frage. Want a beer? Was war das? Prost. Damit gibst du dich schon zufrieden? Ja, ich habe mein Ziel. Verstehe ich schon nicht. Sag mal. Real Instruments or Synthesizers? Why? Wie, was verstehst du das? Das sind zwei Fragen, das zählt nicht. Na, richtige Instrumente oder Synthesizer? Ja, so Elektronik, Schnickschnack. Ach so. Und dann warum? Und warum? Ja, richtige Instrumente, weil man eben bedienen muss. Hast du noch nie an einem Keyboard gestanden? Wow. Warum ihr hauen vielleicht? Oh, kann ich nicht bedienen, deswegen. Habe ich immer mit den Drumsticks drauf gehauen und irgendwie war der Sound scheiße. Das klang nicht. Ja. Max. Ich? Hier steht one day or the one after. Ein Tag oder der danach? Ja, ich würde ihn danach nehmen. Warum? Weil es was Neues ist. Der eine Tag war schon. Das hatten wir. Können wir abhaken? Ja. Also gespannt blicken auf den Tag, der noch kommt, oder auf den nächsten Tag. Mhm. Und du? Neue Herausforderung. Soll ich es gleich auf Deutsch, also die Frage ist sozusagen, wenn die Welt um mich herum kollabiert, also oder zugrunde geht, würde ich ihr wieder auf die Beine helfen. Das ist echt ein cool. Das muss ich mir mal ganz scharf überlegen. Also, das ist wirklich eine komische Frage. Weiß ich nicht. Kommt auf meine Laune an. vielleicht auch nicht. Weiß nicht. Wenn man das Wie nicht mehr beantworten muss, dann würde ich einfach Ja sagen. Und die Frage wurde ja mir gestellt. Ja. Vor allem kommt dann das Warum noch danach. Ja, warum? Warum? Ja. Ich keine Ahnung. Magst du die Welt? Beziehungsweise die Welt nicht? Na, geht so, ne? Es kommt drauf an. Also, finde ich echt schwierig zu beantworten. Wir fragen noch mal. Wenn ich denn selber noch da bin, wahrscheinlich würde ich schon helfen, wieder mit aufzubauen. Das ist uns ein bisschen langweilig, so im All. Ich wollte gerade sagen, was soll man sonst machen? Ja. Ich habe hier noch was, ob ich langbeinige, haarige Spinnen mag. Wenn sie mich nicht anfallen oder irgendwas, dann ist, ja. Ich finde, wenn sie so groß sind, dass man die Haare schon sehen kann, dann finde ich die nicht mehr eklig. Dann ist es schon fast... Ich meine, die machen ja auch nichts. Eine Maus oder eine Ratte oder so. Zum Kuscheln. Ein Käfig. Da habe ich kein Problem mit. Bei mir steht, are you a Russian? Könnte ich mir denn jetzt vielseitig beantworten. Russian on the dance floor oder so. Oder glaube ich ein White Russian. aber ich bin kein. Ich komme nicht aus Russland. Und warum nicht? Ich war auch noch nie da, so kann nicht sein. Technisch nicht möglich. Hättest du mal theoretisch Bock dahin zu fahren, oder? Das schon, ja. Weil? Ich mag gern wandern und ich glaube, dass es in Russland viel unerschlossene Gebiete gibt. Kannst du weit laufen. Ja, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland fast alles erschlossen ist, wo man irgendwo langlaufen will. Überall gibt es feste Wanderwege oder Zäune und alles gehört irgendjemandem. Und wenn die nicht da sind, dann darfst du doch nicht dort nicht hin. Ja. Mhm. Dann nächste Frage. Meine Frage, welches Land ich gerne mal besuchen möchte und warum? Da
gibt es eigentlich nicht wirklich ein konkretes Land. Ich würde gerne mal in ganz viele Länder. Ich würde zum Beispiel gerne mal wieder nach Spanien oder Italien, weil es da einfach schön warm ist und weil ich es da schön finde, ich weiß nicht, ja. Und in Südamerika würde mich auf jeden Fall auch mal reizen, landschaftlich und auch kulturell. Also, eigentlich Indien. Es gibt so viel. Kann man mal andersrum fragen, wo würdest du nicht hinfahren wollen? Erstmal von der Antarktis abgesehen, weil es zu kalt ist. Auch die Antarktis fände ich eigentlich auch nicht unspannend, so ist es nicht. Da kann man vor allem auch schon lange wandern. Ja, ja, richtig. Ich mag auch gern wandern. Wo würde ich nicht hinfahren wollen? Weiß nicht, es ist so richtig... Vatikanstadt. Vatikanstadt? Das ist richtig. Nee, ich glaube, ich habe keine Antipathie gegen irgendwelche Länder. Kann ich jetzt so nicht. Ich komme erst, wenn du da warst. Ja, nee, ich war auch noch in keinem Land, wo ich jetzt sagen würde, da fand ich es doof. So generell. Nö. Mhm. Letzte Frage. Trommelwirbel? Nee, das ist eigentlich eine ganz coole Frage. What is your crown made of? Also, woraus meine Krone besteht? Mal sagen, bunte Knie. Schokolade. Schokolade. Kann ich mir aus der Zacken immer rausbrechen, wenn ich unterzuckert bin oder sowas. Das heißt ja, dass du dann deine eigene Position unterminierst, indem du. Also eine Position mit der Schokoladenkrone ist vielleicht nicht so, als hätte man einen Zepter und eine diamantenbesetzte Goldkrone im Kopf. Aber sagen wir so, wenn du lauter Leute hast, die alle hungern als Untertanen und du bist der Einzige, der noch Schokolade in deiner Krone hat. Dann bricht man sich noch eine Zacke ab. Gott, halt die weiter. Und wollen es für alle. Und dann mögen sich alle nicht mehr, beziehungsweise dann bist du ihnen egal. Und von mir aus. Bist du einer vom Volk? Ich habe da nicht viel mit am Hut, wollte ich gerade sagen. ich muss mich da nicht mit einer Krone auf den Kopf setzen. Dann lieber Schokolade, dann verteile ich die und ist gut. Gut, dann bleibt nur noch eine Sache, ein paar letzte Worte an die Welt. Kauft unser Album. Wenn's denn da ist. Das nächste. Ach, das aktuelle nicht mehr. Ist noch was da davon? Ja. Hier. Kommt zu unseren Konzerten. Genau. Das finde ich noch schöner. Hört's euch einfach mal an. Hast du noch was? Ich überlege gerade. Ich halt die Fahne hoch. Was ist auf der Fahne drauf? Rock. Ein Rock? Keine Musik. Rock. Rock and Roll. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Vielen Dank. Ihr habt das Interview überstanden. Mhm. Und nochmal kurz klatschen. Gut.